Nein, heute ja. Dachte ich mir, ich probiere mal was, was glaube ich doch niemand probiert hat. Ja, es geht mal wieder darum, ob die nachgemachten Sachen so gut schmecken wie die, wie auch immer, originalen Sachen. Und dachte ich mir, ich probiere es mal aus. Also sind hier so Klebestreifen drin. So, auf. Und auch auf. Alles klar. Jetzt habe ich doch alle, oder? Also ich habe auch nur zwei gesehen und noch gemerkt. Ja, es sind alle. Hat das noch so eine Folie drauf? Die geht einmal so komplett drüber. Also ist die Folie mit diesen zwei Klebestreifen daran festgemacht. Das ist so ein Band, das geht einfach mal so rüber. Es ist da und da festgemacht. Weil. Oh, weiß auch nicht warum. Schwer zu bekommen. Macht man nur so den rein. Geht nicht anders. Hab's gerade schon ausprobiert, alles Mögliche. Alles klar, so sieht das Original aus. So im Karree. Und Moment, das sieht doch aber ganz anders aus. Abziehen. Alles klar. Ich finde es aber gut, dass es da auch zugeklebt ist. Und das weiß ich, die zwei, die ich davor gekauft habe, die waren gar nicht zugeklebt, aber da waren trotzdem noch alle drin. Hier sind die halt eben so. Finde ich auch sehr interessant. Kann ich jetzt auch daran stellen, mache ich aber mich größer nicht mal aus. Ich probiere einfach nur so. Aber jetzt mache ich es mal wie der Flo von Safe Besserwisser. Erst das Original. Weil, ja. Mal schauen. Ja. Es gibt übrigens auch so Waffeln von Manna. Ich habe zwar fünf verschiedene Weihnachtssorten oder so. Dann gibt es noch was anderes. Lass sie aber weg. Ich will es nicht wissen. Und jetzt das da. Ich habe das Gefühl, dass da deutlich mehr Milchanteil drin ist. Es schmeckt viel, viel schokoladiger, aber auch irgendwie viel süßer. Also bitterer und süßer als beides irgendwie. Ja, wer hat denn? Ne, das will ich nicht so genau wissen, aber. Der schmeckt viel intensiver als das Original. Finde ich voll geil. Also, ich muss jetzt los zur Arbeit. Es gibt nur noch Sonntagsvideos und den Rest schaue ich mal, wie ich den unterbekomme. Wenn nicht, dann ist er einfach weg. Und nicht mehr die Sonntagsvideos sind so fest versprochen. Ich mache so, wie es mir passt. Mal schauen, wann es weitergeht. Würde ich am Sonntag mit dem fertigen fort?
wenn ich diesen Sonntag, dann Sonntag drauf oder irgendwann. Aber auf alle Fälle kann ich nur eher für Sonntagsvideos garantieren. Aber nicht so wirklich. Mal schauen. Bis morgen erstmal, ciao.